Ich habe zwar nicht das beste Gefühl, was den 30. Part. Ups, da ist ja gleich einer hier angeht. Aber ich glaube, das dürften die letzten, dürfte die letzte Mission sein. Aber ich glaube auch noch nicht, dass wir die wahrscheinlich in diesem Part schaffen. Egal, völlig Banane, los geht's. Ja, gut, dann. Without you. Alter, Leute, entspannt euch. Gut, er kommt da nicht runter. Scheiße. Weiter, 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 weiter. So, der kommt doch garantiert noch mal zurück. War das überhaupt der Einzige? Ah, sieht fast so aus. Na gut. Ich will mich darüber nicht beschweren. Ist auf jeden Fall krass, dass die gepanzerten Typen von allen irgendwie gleich aussehen. Also egal, jetzt, ob sie hier zum Militär gehören, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass hier jetzt, dass das schon Engineers sind. Obwohl, ich habe ja immer noch Fifth Freedom eigentlich, ne? Also ich dürfte die ja, wenn ich jetzt mich richtig erinnere, töten. Ganz ruhig. So, kommt der hierher? Der kommt aber jetzt hier nicht rein. Oder? Nö. Sehr schön. Gut. Wo sind Gegner? Geht da jetzt noch weiter geradeaus? Nee, ich will hier hinter das Auto. Los. Alter Schwede, war das knapp. Da ist ein Laptop. Der sollte mir aber eigentlich erstmal völlig Schnuppe sein. Because ain't nobody got time for that. Ain't nobody got time for that. Kennt ihr den Remix? Sky hat richtig gefeiert. Ich würde am liebsten sowas machen wie ein Schnellspeichern, weil ich will über die freie Fläche jetzt eigentlich gerne immer einfach nur drüber hinweg huschen. Ja! Okay. Geil, Mann. Chillaxig. Gut. War also doch noch einer zu Fuß unterwegs. Dann würde ich sagen, machen wir das ab hier einfach alles nochmal. Kann ich mir den vielleicht gleich krallen? Wäre natürlich nice. Wow. Ja, so habe ich mir das gerade vorgestellt. Weiter, 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 weiter. Gute Nacht. So. First try, Alter, geil. So, komme ich hier irgendwie rüber? Ja. Mann, warum bin ich nicht gleich hier lang? Ich sollte anfangen, auf meine ersten Intuitionen zu hören. Sieht soweit alles safe aus. Was ist denn das da? Lüftungsschacht, komme ich da vielleicht drin? Wäre natürlich gar nicht mal so dumm. Versuchen wir mal. Nein! So, jetzt ist die Frage: Kletter ich noch hoch und erledige die Scharfschützen?
Warte, ich guck einfach mal kurz hoch. Nö, macht wenig Sinn. Der Laptop ist eh in dem Raum hier drinne. Und raus muss ich, glaube ich, sowieso erstmal eine ganze Weile nicht mehr. Okay. Okay. Gut, na dann geh mal rein. So, okay, erstmal Deckung suchen, umgucken. Eins. Na, nun markieren doch. Boah, nicht schon wieder so weit, Alter. Da ist der Laptop. Zwei. Drei. Wo geht's denn hier lang? Kommst du hier raus? Kommst du hier raus? Alter, was ist denn für ein kranker Panzertyp? Holla! Wie mache ich das jetzt? Wie mache ich das jetzt? Wie mache ich das jetzt? Haft-EMP bringt mir nichts. Kontaktschocker bringt mir nichts. Tränengas bringt mir auch nichts. Schlafgas bringt mir auch nichts. So, nochmal. Hier sind doch mit Sicherheit noch mehr. Ist doch nicht der einzige hier. Der wird gleich seine Kumpels sehen. Wenn er, sobald er sich wegdreht, hole ich ihn mir. Komm schon, komm schon. Muss schnell gehen, das muss echt schnell gehen. Ja, cool. So, wo sind jetzt die... Achso, das sind sowieso die Typen über mir. Okay, dann holen wir uns erstmal den Laptop. Und machen uns wieder auf den Weg. Das sind ja doch schon Terroristen hier. Das ist ja krass. Ich habe jetzt eigentlich eher damit gerechnet, dass hier zumindest noch ein paar... ja, normale Soldaten am Start sind. Hä? Ah ja, gut. Wie komme ich jetzt zu dem Ventilator? Wieder raus oder wen? Scheint so. Na gut. Meter. Muss ich den ganzen Weg jetzt nochmal zurück oder wen? Ah, okay, hier geht's lang. Sehr schön. Aber dann sind hier doch bestimmt auch Gegner. Nö, sieht safe aus. In den Bunker eindringen. Na dann los. Seil hinunterrutschen.
Okay. So, dann los. Runter. Was? Okay. Wow. So, wieder runter. Cool, hätte gar nicht gedacht, dass ich das First Try schaffe. Bei solchen Hindernissen frage ich mich immer, wenn, wer würde denn sowas in echt bauen? Dann sollen sie doch lieber hier, weiß ich nicht, vor diesem Schacht einen komplett durchsichtigen, also durchgängigen Laserschrankenwand hinbauen. Dann könnte man halt gar nicht erst umgehen. So, was ist denn hier? Auf Kante herablassen und los. Und weiter. Und weiter. Mal jemand die Mission Impossible Musik einschmeißen, bitte. Muss ich darüber oder muss ich runter? Da unten muss ich rennen, okay. So, dann erstmal raus. Dann absetzen. Runter. Hier lang. So, jetzt sterbe ich. Beziehungsweise jetzt geht's. Oh, krass! Hallo? Wie komme ich denn hier weiter? Muss ich noch weiter runter? Nee, kann ich doch gar nicht. Ha! So, gut, all klar. Lass meinen Laser wieder rankommen und verschwinden und wieder runter. Und auf die Leiter, downstairs. Zack und rin. Geil. Notabschaltung vorbereiten. Hier ist irgendwo ein Typi. Ein Sichtstörungstypi. Ganz schön weit weg. Na gut. Mahlzeit. Kann ich den hier irgendwo verstecken? Da unten. Ach, der kann auch liegen bleiben, ganz ehrlich. Ein gepanzerter Typi. Das war close. Und so absolut not geplant. Eigentlich wollte ich zuerst den Typen erschießen und dann mich von oben fallen lassen. Aber gut, hat nicht geklappt. Oh, das nervt mich so hart, die Typen.
Ist doch einer verschwunden. Weg ist er. So richtig aufräumen, Styler. Das läuft ja richtig gut hier gerade. Alter Schwede, cool. Okay, Nummer 1. So, wo ist der zweite? Da ist der zweite. Kriegt den noch markiert? Ja, kriege ich. Sehr schön. Ja, ich bin schon wieder Silent Boy. Aber wir sind halt auch Sam Fisher, ne? Wir sind nun mal kein Rumschreiboy. Wir sind ja stealthig und so am Start. Kommt der da raus? Kommt da, sehr schön. Gute Nacht. Dürfte eigentlich alles safe sein. Alter, wie es hier aussieht. So, ja, wie geht's denn weiter? Fahrstuhl nehmen, nutzen. Hä? Ah ja, gut, das macht Sinn. Hochklettern? Wieso hochklettern? Ich will eigentlich runter. Ganz schön hell für meinen Geschmack. So. Komme ich darüber? Ja, genau, über das Rohr. Sehr schön. Ach, das läuft da alles hier. Das läuft da alles. Ed läuft. Tja, runterspringen. Das sieht jetzt eher so aus, als ob ich dann sterben würde. Nö. Hm, okay, wie läuft das hier ab? Runter, runter. Hoch. Nochmal. Runter, runter, hoch. Runter, runter. Hier komme ich nicht hoch. Da aber rüber, das passt. Zack, 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 zack. Netzwerkport hacken. Okay, na los. Hier komme ich hoch, oder? Ja, sehr schön. Okay, ich muss in den War Room eindringen. Wo ist denn hier der Gegnertyp? Ist der unter mir? Ja, da ist einer. Oh, da sind aber ganz schön viele Jungs. Alter Schwede. Wie kommen wir da jetzt am dümmsten runter? Beziehungsweise am cleversten nach Möglichkeit. Ernsthaft? Weg nicht von daher kommen. Ach so, nein, das bringt mir nichts, weil ich hätte ja so oder so daran gemusst. Nein, absetzen. Oh, ich habe voll die Orientierung gerade verloren. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Also ich weiß schon, wo ich hin muss, aber ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Muss ich jetzt wieder den Fahrstuhl benutzen, oder? Warum ändert sich jetzt hier einfach die Kamera?
Gut, ihr kommt also auch nicht mehr zurück. Okay, gut zu wissen. Naja, scheiße. Tut mir leid, dann auf jeden Fall halt nochmal von Anfang an. Wir gehen jetzt einfach erstmal dahin zurück, wo wir jetzt gerade schon mal waren. Und von da beenden wir dann den Part und starten dann natürlich logischerweise auch den nächsten. So, abseilen. Alles klar. Gut. Dann vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns im nächsten Part hoffentlich wieder. Vielen Dank fürs Einschalten, habe ich schon gesagt. Lasst uns ruhig mal wieder öfter klicken. Macht's gut. Ciao.